Der Lastwagen diente dazu, unsere Habseligkeiten, die zwar nicht unsere waren, aber wir haben sie dazu gemacht, aufgeladen und in die Stadt rein, in eine ehemalige deutsche Kaserne. Und das war der Grund, warum der Vater den Tag zuvor nicht kam. Der Kommandant hat ihm gesagt, wir ziehen morgen in ein neues Quartier und übermorgen fahren wir und holen deine Familie. So ist das geschehen. Und die erste Auflage in meinem neuen Leben, sagte mein Vater, keiner verlässt das Haus. Da ich aber gewohnt war, ich bin der Haushaltsvorstand, bin ich los, um Freunde zu suchen. Und auf dem Rückweg wurde ich in einer polnischen Razzia aufgegriffen und verhaftet und war dann 3 Wochen weg. Zuerst hat man uns aufgeladen auf LKWs, freiwillig zum Abladen, wobei auf dem Auto nichts war, waren nur die Verhafteten. Und wir fuhren nach Polen, das habe ich dann später gesehen, auf dem Schild Kielce. Da drehte die ganze Kolonne um und zurück nach Breslau. Wir kamen da wieder an, wo man uns aufgeladen hatte. Und die restlichen Gefangenen oder die noch dazugekommenen standen unten auf der Straße mit einigen russischen Soldaten, mit Avtomat, so nannten sie die Dinger damals, die Kalaschnikow. Und wir mussten vom Auto runter, wurden eingereiht und abmarschiert an den Stadtrand Süd, wo die Pferderennbahn waren, das war Breslau-Hartlieb. Und dort am nächsten Morgen mussten wir dann zur Arbeit. Es wurde ein Friedhof für die gefallenen Soldaten gebaut und ich war eingeteilt zum Leichenkommando. Eine äußerst unsympathische Geschichte. Die waren ja nicht gestern gefallen. Die lagen schon eine Weile. Und nach einem Tag hatte ich so die Nase voll. Wenn man am Arm zieht zum Hochheben und der Arm geht raus, weil er schon verfault war. Also, und keine Handschuhe. War eklig. Da habe ich gesagt, ich Spezialist Beton. Aha. Nächsten Tag stellte man mich an einen Betonmixer und ich hatte ja schon gesehen, wie man das macht. Wasser, Sand, Zement. Muss nur das richtige Verhältnis sein. Und ich war dann nach der Wende auf meinem Friedhof und meine Gräber sind alle tiptop in Ordnung. Also ich habe einen guten Beton gemacht. Am 30. Mai mit noch einem Mitgefangenen, meinem Jahrgang, haben wir beschlossen, wir wollen nach Hause. Und haben uns abgesetzt, wurden bemerkt und es wurde hinterhergeschossen. Der neben mir wurde tödlich getroffen und ich habe mich gleich daneben fallen lassen. Und die 2 Soldaten kamen näher und so mit dem Stiefel hob er mich hier an der Schulter hoch, drehte mich um, wollte mich umdrehen. Und da musste ich lachen und dann lachte der auch. Nur dabei, aufstehen. Aufgestanden, zurück ins Lager, in den Keller gesperrt bis nächsten Früh. Und nächsten Früh wieder raus zur Arbeit ohne Essen. Und mein Vater hatte am 1.6. Geburtstag und da wollte ich unbedingt da sein. Und hatte mich schon gewundert, dass er gar nicht nach mir forscht. Ich habe mich immer so stark gefühlt. Nee, Vater, Rote Armee, Soldat. Aber die Polen und die Russen haben überhaupt nicht harmoniert. Und der Pole hatte zwar gesagt, er wird sofort meine Rückkunft anordnen, aber er hat überhaupt nichts gemacht. Er wusste ja auch nicht, wie ich heiße. Wurde niemand gefragt nach dem Namen.
Und wie gesagt, den nächsten Tag, ich bin also wieder, es war das Zeichen zum Frühstücken, Pause, und die gingen alle zu einem bestimmten Punkt und ich blieb an meiner Maschine und habe mich dann vorsichtig abgesetzt, bin nicht Richtung Pößlau, sondern entgegengesetzte Richtung gelaufen und traf auf einen Treck, so nannte man das damals, eine Rückkehrerkolonne. Und da habe ich mich mittendrin eingereiht und bin so in die Stadt gekommen. Und am Abend erreichte ich dann die Kaserne und habe da laut gesungen und gepfiffen, weil bei den Russen war das Schießen schneller als das Fragen. Oder sie sagten Steuer und es hat schon geknallt. Also habe ich mich bemerkbar gemacht und der Posten war zufällig ein deutsch sprechender Pole, der aus Polen nach Osten geflüchtet war und in der Roten Armee schon lange diente. Und habe ich ihm gesagt, also ich, Sohn von Max, und da ging mein Vater wecken, der kam, begrüßte mich üblich. Ich habe da gesagt, nicht das Haus verlassen. Und dann habe ich berichtet über meine Erlebnisse mit diesem polnischen Nazi, auf Deutsch gesagt. Sah auch so aus, hatte hier einen Schmiss, sprach perfekt Deutsch und hat mich traktiert, also schlimmer als bei der Gestapo seinerzeit. Mein ganzer Rücken war verschwollen durch die Lederpeitsche, mit der ich geschlagen habe. Und dann sind wir am nächsten Tag dorthin, in diese Dienststelle. Und es war genau der Pole, mit dem mein Vater gesprochen hat, der ihm zugesagt hat, dass er mich zurückbeordert, weil ich ja nicht gesagt hätte, wer ich bin. Und ich habe meinem Vater erzählt, erst nachdem ich bestritten habe, Hitlerjunge zu sein, weil ich Jude bin, erst da kriegte ich die richtigen Schläge. Und die hat er dann zurückbekommen.